Sie haben eine Initiative gestartet, an die Bundesregierung appelliert, die Visa-Regeln für Erdbebenopfer zu erleichtern, damit sie hier bei uns von Verwandten aufgenommen werden können. Wie ist da der aktuelle Stand? Ja, die Visa-Erleichterung ist seitens der Bundesregierung glücklicherweise zugesagt worden. Jetzt geht es darum zu schauen, ob das tatsächlich auch umsetzbar ist, ob es unbürokratisch ist. Und wenn man genau hinschaut, dann ist es praktisch nicht umsetzbar, jedenfalls nicht schnell und unbürokratisch, weil viele Menschen gar keinen Pass haben. Und wenn sie einen haben, dann liegt er in den Trümmern. Und wenn jemand seine Verwandten einladen will, die Verpflichtungserklärung unterschreiben will, dafür braucht man den Reisepassnummer, die Nummer, und die kann er nicht haben. Deshalb meine Bitte, warum soll ein Personalausweis nicht ausreichen? Die Person kann sich damit identifizieren und wir wissen, wer ins Land kommt. Und dann ein Personalausweis ist viel schneller auszustellen als ein Reisepass in der Türkei? So ist es. Der Reisepass braucht mehrere Wochen. Der Personalausweis geht sehr schnell.